So, und damit hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Limbo. Ich mache die Aufnahme jetzt als Wiederholung, weil beim letzten Mal, das war noch auf meinem Laptop, da hat das Ganze nicht so richtig funktioniert, wie es sollte. Und deswegen, es hat gelaggt bis zum geht nicht mehr. Es war einfach nicht schön. Und zwischendrin hatte ich dann auch irgendwie noch Bildfehler und ach, keine Ahnung. Deswegen mache ich es jetzt hier nochmal neu auf dem neuen Rechner. Und ja, schauen wir mal, wie es auf dem jetzt läuft. Unter Umständen lade ich euch das auch dann in 1080p hoch. Also das weiß ich noch nicht. Es kommt darauf an, wie ich lustig bin. So, wir müssen hier jetzt erstmal die Leiter wieder hoch. Und da rechts, das sieht mir doch schon stark nach Starkstrom aus. Nachdem wir hier ja nicht geschockt werden wollen. Haha, Flachwitz. Machen wir hier mal langsam und... Ah, genau. Dass ich diese Stelle hier gespielt habe, das ist schon ein bisschen her. Deswegen, ich weiß nicht mehr alles, aber... Ich muss natürlich auch nicht mehr raten jetzt. Das ist jetzt vielleicht für euch ein bisschen langweilig, aber es tut mir leid, wenn es für euch jetzt langweilig ist, aber ich kann das nicht. Nee, also die Qualität, die war so schlecht. So, was haben wir hier? Das haben wir hier. Nein. Oh, nicht weit genug. Und da haben wir gleich zwei von der Sorte. Na. Ah, es qualmt schon. So, wir wollen da hinten natürlich weiter. Und nachdem das MG hier etwas flach dahin feuert, wir da nicht hinterkommen, weil das uns jedes Mal erledigen würde, müssen wir natürlich erstmal das MG... Das waagrechte MG erledigen und dann können wir hier weiter. So, ah, die Stelle ist schön. An der bin ich das letzte Mal ewig gehangen, bis ich herausgefunden habe, wie das funktioniert. Und zwar haben wir hier einen Schalter, der eben die Schwerkraft hier umkehrt. Hier an diesen beleuchteten Schienen. Und dann haben wir hier diese Kisten. So, ich zeige euch mal kurz, wo wir hin müssen. Ihr seht hier die Leiter. Und da müssen wir hoch. Allerdings können wir da nicht weit genug hochspringen. Und ich hatte das mit den verschiedensten Möglichkeiten hier ausprobiert. Ich zeige euch mal kurz einige, dass ihr zumindest noch ein bisschen was von dem Rätselraten mitbekommt. Und zwar hatte ich zum Beispiel versucht... Moment, so nicht. So, das hier... Hier, so, ja, jetzt müsste es passen. Und zwar hatte ich mir gedacht, hier die erste Kiste geht hoch, geht da oben diese Schräge hier entlang und bleibt dann hier irgendwo hängen. Die zweite Kiste hat hier natürlich mehr Anlauf an dieser Schräge da oben und haut dann hier vorne die vordere Kiste eben bis hier vor. So zumindest die Theorie. Ich zeige euch mal kurz, wie das funktioniert. Und dass das nicht so ganz funktioniert, wie es sollte. So. Aber irgendwann ist mir dann hier hinten diese Schräge aufgefallen. Und dann habe ich halt mal geguckt, was da ist. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Kiste da ja rutscht. Also kann man sich da eine Zeitschaltuhr bauen. Das habe ich hier dann auch ganz einfach gemacht. Und dann muss ich hier nur noch hoch. Und dann warten wir auf die Kiste. So, und da ist sie auch schon. Jetzt muss die nur noch runterfallen und dann können wir uns die gerade schnappen und hier hochschieben. So, ja, passt. So, und dann kommen wir hier auch schon hoch und schauen, wie es hier oben weitergeht. So, da oben geht es nicht weiter, aber hier ist erstmal eine Leiter.
So, ich stelle jetzt einfach mal die Dingens hier. Und dann klettern wir mal da hoch und dann sehen wir bestimmt schon, wie es weitergeht. Also müssen wir da oben dann durch. Und wir brauchen da die Kiste und fast hätte sie mich gerade erschlagen. So, aber die geht hier, halt, nein, da muss ich ja gar nicht hoch. Die geht da durch die Leiter durch. Das heißt, wir können die einfach da direkt unter die Leiter drunter stellen. Stellen hier wieder die Zeitschaltuhr neu. Tap, 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 tap. Und dann wieder hoch, hoch, hoch. Immer schön die Leiter hoch. Und dann schnell genug hier vor zur Kiste und gib her das Ding. Genau. So hätte ich mir das vorgestellt. So. So gefällt mir das schon viel besser. Also dann wieder hier runter. Und hier wieder neu stellen. Und das reicht nicht ganz. Ach so, genau. Jetzt weiß ich wieder, was nicht gepasst hat. Ich muss das da oben ein wenig anders lösen. Wie genau, seht ihr in wenigen Sekunden. Wenn ich denn schnell genug bin, ja. Genau. Fast. Also dann machen wir das hier eben nochmal. Hat ja jetzt nicht so lang gedauert. Dann habe ich es wenigstens einmal in der neuen Aufnahme jetzt verkackt. Also ich denke mal, das kann man durchgehen lassen. Auch wenn es bei so einem einfachen Rätsel war. So, gib her das Ding und hoch damit. So gefällt mir das, genau. So, jetzt wieder die Uhr stellen. Puh, ich bin blöd. Warum? Weil ich was vergessen habe. Ich habe nämlich da die Kiste so schön hingestellt und habe vergessen, dass ich da gar nicht hochkomme. So, jetzt aber. Und jetzt hier hoch. Und darüber. Und das war wieder etwas zu weit. So, und jetzt hoffe ich mal, dass ich diesmal das Timing etwas besser erwisch und nicht wieder den Kopf verliere. Entschuldigung. Nein, diesmal habe ich es geschafft. Sehr schön. So, und was kommt als nächstes? Na. So. D-
Da geht's nicht so wirklich weiter. Da. So, in der Theorie schon, aber wir kommen wohl kaum bis zu der Leiter. Wer es mir nicht glaubt, dem... Wow, doch, wir kommen doch... Boah. Ich bin zerblüfft. Hier kann man dann die Schwerkraft umkehren. Und dann kommt man hier aber nicht mehr hoch. Also, man kommt da nicht mehr auf die andere Seite. Dafür... Also, ich kann euch sagen, man muss darüber und zwar... Ja, sehr intelligent. So, erstmal hier wieder runter. Keine Bleibohnen in den Arsch. So, wie ging das jetzt nochmal? Genau, so herum. Und da hätten wir auch schon eine Kiste. Aber, kann euch gleich sagen, wir brauchen noch eine zweite. Und bevor es mir wieder so geht wie das letzte Mal, hole ich die diesmal lieber gleich. So. Und zwar ist hier hinten noch irgendwas. Und was? Das seht ihr hier. Nämlich eine Kiste. Fast. So, und diese Mechanik hier, die hatte ich sehr schnell verstanden. Auch schon das letzte Mal. So einfach geht das nämlich. So. Die Kiste fliegt dann beim Schwerkraftumkehren da hoch und saust darüber. Und da können wir die dann hoffentlich einsammeln. So, dann kommt die Kiste hier mit. Dann können wir hier auch ganz entspannt herlaufen und müssen uns keine Sorgen um das komische Geschütz da machen. So, da ist Kiste Nummer 1. Und das Ganze hier gibt dann natürlich wieder ein wunderbares Timing-Rätsel. So, ja, so müsste es ungefähr passen. Hoffe ich zumindest. Jetzt holen wir uns noch die andere Kiste. Also der schnellste ist er ja nicht, ne? So, und jetzt müssen wir hier das Timing genauso abwarten, dass da drüben das Ding gerade rausfährt, wenn wir hier drauf drücken. So dass wir hier möglichst viel Zeit haben, um da drüber zu kommen. Genau so. Und damit sind wir drüber. Und weiter geht's. So, hier haben wir jetzt Schwerkraft umkehren. Und Ström. Also Magnet. So, was bringt uns? Komm, geh da hoch. Gehst du? Na, also geht doch. So, und wo, da drüben geht es dann weiter. Aber da kommen wir nur hin, wenn das Teil da unten ist. Also wieder runter damit. Und...
Nein, das Timing hat nicht gepasst. Ich muss nämlich hier das Schwerkraft umkehren gerade lang genug machen, dass hier der erste Klotz hochfliegt. Aber der zweite da soll noch unten bleiben. Der rechte hier darf noch nicht durch den Magneten oben angezogen werden, sondern nur der linke hier. Ja, jetzt hat's geklappt. So sollte das dann aussehen. Und dann geht's hier durch. Und hier geht's weiter.